wie gehe ich jetzt nun also vor, wenn ich in der Klausur sitze zum Beispiel oder zu Hause am Schreibtisch und meine Hausaufgaben machen möchte und ich muss eine textgebundene Erörterung schreiben. Ganz wichtig ist hier, dass ihr euch die Zeit nehmt, auch wenn es stressig ist, in der Klausur den Text durchzulesen. Ihr könnt keine textgebundene Erörterung schreiben, wenn ihr nicht hundertprozentig sicher seid, was in dem Text steht. Deswegen nehmt euch die Zeit und lest den Text aufmerksam durch. Worum geht es in dem Text? Was habe ich für Ideen, während ich den Text lese? Was für Gefühle habe ich? Denke ich, das ist Blödsinn, was da steht? Oder stimme ich dem zu, was da steht? So kleine Notizen machen am Rand, worum es geht in diesem Text und was mir dazu spontan einfällt, was ich für Gefühle habe. Soll jetzt keine große psychologische Untersuchung werden, ist klar. Aber einfach nur, stimme ich dem zu, stimme ich dem nicht zu, damit ihr schon mal so eine generelle Konnotation habt, was dieser Text mit euch macht. Wenn ihr das, die den ersten Eindruck gehabt hat, bekommen habt, dann lest ihr euch den Text einfach nochmal durch. Weil jetzt wisst ihr, worum es in den Text geht. Und jetzt könnt ihr analytisch an diesen Text rangehen. Also analytisch ist vielleicht ein bisschen zu großes Wort, aber einfach ein bisschen Sachen unterstreichen, highlighten mit einem Textmarker. Ich mache mir kleine Notizen an den Rand. Und ich denke über Wörter nach, die ich nicht richtig verstehe, die ich vielleicht nachschlagen muss, damit ich ganz sicher sein kann, dass ich diesen Text wirklich verstehe. Also einmal inhaltlich durchlesen, worum geht's da, was habe ich für Gefühle, während ich das lese und dann nochmal durchlesen und mich mit dem Text ein bisschen genauer beschäftigen. Danach, wenn ich den Text zweimal gelesen habe, also wenn ihr schnelle Leser seid oder wenn ihr euch zumutet, das beides gleichzeitig zu machen, könnt ihr das gerne machen, also sowohl inhaltlich als auch ein bisschen analytisch den Text gleichzeitig durchzugehen. Ich rate euch aber, das nacheinander zu machen, um ganz sicher zu sein, dass euch nichts durchrutscht. Dann formuliere ich eine Frage. Und zwar eine Frage, worum geht es in dem Text? Also was ist, das ist jetzt nicht die Frage, die ich formuliere, sondern das ist das, was ich danach dann stehen haben muss, falls diese Frage noch nicht in der Aufgabenstellung drin ist. Worum geht es im Text eigentlich? Die zentrale Frage muss ich mir aufschreiben, damit ich sicher gehen kann, dass ich das Thema nicht verfehle, weil das ist ein ganz großen Fehler, der bei der Erörterung oft vorkommt, dass das Thema verfehlt wird. Eine zentrale Frage formulieren, worum geht es in dem Text eigentlich? Was ist der Knackpunkt hier in diesem Text? Dann natürlich so Sachen, ganz generelle Sachen. Wer ist der Autor? Das muss ich mir kurz vor Augen halten. Das Erscheinungs... wo und wann spielt auch eine Rolle, um den Standpunkt des Autors ein bisschen besser einzuordnen. Dann haben wir vielleicht auch eine Quelle, wenn es um ein Zitat geht. Und für wen? Also an wen ist dieser Text gerichtet? Oder die Rede oder das Zitat? Für wen wurde das geschrieben? Das hilft auch nochmal, das Ganze so ein bisschen in den Kontext zu setzen. Dann überlege ich, was ist das denn für eine Textsorte, die mir hier vorliegt? Was ich gerade um eine Rede oder ein Zitat oder sowas. Was habe ich für eine Argumentationsstruktur? Welche liegt davor und was ist die Intention? So ein bisschen über den Tellerrand denken. Was will der Autor damit erreichen? Wie argumentiert er das? Benutzt er Pro und Contra oder ist er nur Pro oder ist er nur Contra? Solche Sachen. Und dann, wenn ich das alles habe, wenn ich mir das verbildlicht habe oder deutlich gemacht habe, dann schreibe ich eine Kurzfassung. Also eine Inhaltsangabe von dem Text. Und keine Sorge, das ist keine vergeudete Arbeit, weil diese Inhaltsangabe, diese Kurzfassung des Textes kann ich auch in Stichpunkten machen, klar.
Aber die kann ich nachher super gebrauchen für den ersten Teil meines Hauptteils der textgebundenen Erörterung. Diese Kurzfassung ist dafür da, dass ich den Überblick nicht verliere. Das kann ich mir alles nachdenken, also im Kopf behalten oder vielleicht auch mit Notizen. Aber es geht ja hier, wie der Name schon sagt, um die textgebundene Erörterung. Deswegen darf ich auf gar keinen Fall den Text aus den Augen verlieren, auch wieder im Hinblick auf die Themenverfehlung, um was es hier eigentlich geht, mit was ich mich eigentlich beschäftige.